der Bastelzeit und ja, heute mal wieder so etwas, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und zwar ein Drucker. Ja, Drucker sind hässlich, oder? Naja, den Drucker hier, den kann man wenigstens weit genug schmeißen, wenn er irgendwie Stress macht. Ja, offensichtlich ist das ein Portable Mini Printer und hier unten steht etwas von BT Instant Printing. Ja, das Ding hat Bluetooth. Wenn wir dann uns an den Seiten noch weiter gucken, dann sehen wir hier Fotoprinting. Da würde ich ein sehr großes Stern dran machen, denn ich bin mir relativ sicher, dass der keine Farbe hat. Website Printing oder Label Printing. Letzteres ist natürlich interessanter. Außerdem Inkless Printing. Das ist Fluch und Segen zugleich. Lange Batterielaufzeit und Template Printing. Oh, kriegen wir, denke ich, hin. Na gut, gucken wir mal, was hier drin ist. Ach, hier oben steht auch noch irgendetwas. Irgendeine 9 ist hier. Ja, ich habe mir die tolle Version geholt, denn die hier, die hat irgendwie Katzenohren und ist pink oder so. Ja, ich habe eventuell wieder ein bisschen zu viel Big Life geguckt, aber mal gucken. Wir haben ein USB-C-Kabel sogar. Modern, modern. Und Drucker selber. Hier unten klippt noch eine Anleitung drin. Die tun wir erstmal auf Seite und gucken mal, was wir hier Schönes haben. Na? Da! Ja, es ist auf jeden Fall ein eher asiatisch angelegtes Design, wie man unschwer erkennen kann. Ansonsten, ja, wir haben hier offensichtlich etwas, wo es rauskommt und das ist auch noch scharf, muss man ein bisschen aufpassen. Ist zwar nur Plastik, aber ne. Wir haben oben neben den beiden Ohren unseren USB-C-Port und zwei Löcher wahrscheinlich für LEDs. Ein Power-Button und auf der anderen Seite hier noch ein Knopf, um hier vorne das Ding aufzumachen. Denn, naja, ich könnte es euch wahrscheinlich schon denken hier bei der Größe, das Ding hier ist für Kassenzettel. Und tada, hier haben wir schon eine Rolle. Und ich bin mir gerade nicht sicher, was das ist. Lasst mal gucken, das müsste thermodirekt sein. Das heißt also, dass hier das Papier sich automatisch verfärbt, wenn es mit Hitze in Kontakt kommt. Das können wir natürlich gleich mal testen. Ansonsten, das Ding läuft offensichtlich per Bluetooth, hat offensichtlich einen Akku irgendwo drin. Und ja, gucken wir dann mal später. Gucken wir erstmal hier, ob meine Idee mit dem, das ist Thermopapier, hinkommt. Also nehmen wir uns mal hier unseren Druckkopf im Sinne von der Lötkolben. Jetzt mal gerade gucken. Die Seite hier ist die, die am Drucker anlegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüber gehe, müsste das eigentlich ja, dunkel werden. Das ist das, was die Magie ist. Dieses Papier hier färbt sich, wenn es irgendwie warm wird. So funktioniert dann auch der Drucker. Wenn wir da nämlich reingucken, dann haben wir hier oben diese Fläche, die wir hier sehen, da sind jede Menge kleine Widerstände und im Prinzip macht er nichts anderes, als hier die Widerstände passend aufheizen und wieder abkühlen lassen und so druckt er dann hier auf das Papier. Gut, ich würde sagen, wir testen erstmal, bevor wir das hier zerlegen. Das heißt, Papier mal wieder rein, zumachen. Jetzt können wir hier unser Papier auch schön abreißen. Naja, gut. Schön abreißen geht anders, aber ja, ist offensichtlich nicht für so kleine Dinger geeignet. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier drücken auf den Powerknopf. Geht irgendetwas an? Oh ja, sogar ein paar Mal hin und her gefahren gerade. Und hier oben blinkt es jetzt blau. Ich würde mal schätzen, jetzt können wir hier Bluetooth suchen. Ich habe ja mal mein altes Test-Handy ausgegraben. Verfügbare Geräte, aktuell nicht wirklich was an Drucker zu sehen. Ah, hier MX-06, das könnte sowas sein. Schauen wir doch mal. Lässt sich nicht verbinden. Vielleicht muss man dann doch mal die Anleitung bemühen. Welcome, thank you for choosing, bla bla bla, long press button. After Bluetooth is enabled, use the app downloaded from the mobile phone to connect. Okay, dann versuchen wir das mal mit der App Funprint. Apple Store or Google Search, also scheint für beides zu funktionieren. Ja, okay, hier sind wir. Funprint von... Ja, installieren wir mal. 90 Megabyte für einen Drucker, okay. Ich habe die dumpfe Befürchtung, da sind so einige Templates mit dabei. Dann kommen wir ohne Login rein oder müssen wir
tatsächlich noch irgendwas machen? Natürlich müssen wir uns erst anmelden. In der Landung. Okay, ja. Oh, das sieht so aus, als ob wir tatsächlich nichts groß machen müssen. Okay. To-Do-Listen, Bannerdruck, Dokumentendruck, Webseitendruck. Okay. Oh, mal hier Beschriftung. Study Hard, Study Short, Employee Files. Okay. Desk. Ich glaube, ein Desk würde ich noch selber finden. Hier können wir sogar verschiedene auswählen an Beispielen. Das ist wahrscheinlich das, was das Ding so groß gemacht hat. Jetzt sind wir hier bei Material. Oh, jede Menge. Ja, quasi Cliparts von mir. Haben wir nicht. Okay, verbinden klingt gut. Ja, Standort ist im Übrigen bei Android ungefähr gleich wie Bluetooth. Deswegen muss man den Standort in dem Fall zulassen. Und verbunden. Yay, jetzt ist er auch hier dauerhaft an. Okay, das sieht gut aus. Interessant auch, dass das Ganze in Kilometer wohl gemessen wird, wie viel man druckt. Das klingt optimistisch, ich bin mir nicht so sicher. Wobei, eigentlich ist es nicht viel dran, was kaputt gehen kann bei diesen Druckern. Also ja, es wird dann teuer, wenn man so viel von diesem Spezialband kaufen müsste. Wobei ich möglicherweise noch ein paar Rollen davon rumliegen habe. Aber okay, machen wir uns mal einfach irgendwie eine Beschriftung. Wobei, nee, machen wir mal einen Dokumentdruck. Ah, hier, Bilddruck. Genau. Und zwar, wo ist mein Logo? So. Mal hier unser Logo. Ziehen die Ränder ein bisschen kleiner. Schauen wir mal, wie gut der damit umgeht, das in Schwarz-Weiß zu verwandeln. Okay. Wollen wir das so machen? Gehen Sie Handschrift, Texterkennung, Radiergummi? Brauchen wir, denke ich, nicht. Drucken. Vorschau. Ah, ist okay. Konzentration flach, in tief. Okay, kundenspezifisch. Ich glaube, das ist dann die Druckhitze quasi. Also wie stark das Papier erhitzt wird. Eine Kopie. Drucken. Und? Yay. Ein bisschen Pixelbrei, aber das ist halt Diffusionsgedönse. Wie hieß das? Aerodiffusion? Ich müsste gucken. Ist auf jeden Fall, wird ein Raster gedruckt. Der kann wirklich nur komplett schwarz oder nicht komplett schwarz. Und dadurch, dass man halt Punkte in einem gewissen Muster druckt, kann man dann halt so Graustufen, die zumindest von weiter entfernt sichtbar sind, machen. Qualität ist auf jeden Fall ordentlich. Bin ich überrascht. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen, weil mir eine Stelle, wo nichts gedruckt wurde, das wird wahrscheinlich das Papier nicht ganz in Ordnung gewesen sein. Ansonsten, nicht mal so schlecht. Die Frage ist, da stand ja etwas von Formularen. Müsste man mal gucken, wie man das hier bauen kann. Text, nee, das ist OCR. With. Textdruck, längeres Drucks, nein, To-Do-Listen. Uiuiuiui. Was für mich halt interessant wäre, wäre ein Template hier reinzuladen und später da ausfüllen zu können. Mal gucken. Ich arbeite mich mal durch die App und dann gucken wir mal, was wir so mit dem Handy hinkriegen und danach natürlich, ob es eine API gibt und wir da irgendwie mit ESP32 oder PC oder so dagegen werfen können. Ja, und was den Support angeht von Drittanbieter-Apps, sieht es relativ gut aus. Wir gucken mal einmal die Thermal Printer Library von Larry Bank. Das ist eine Library für Arduino, das heißt also, man kann mit allem, was irgendwie Arduino und BLE kann, zum Beispiel im ESP32 oder den NRFs, hier auf den Druckern offensichtlich drucken. Wir unten gucken, supported werden die sogenannten CAD Printer, das klingt richtig, und sowohl Grafik, also Dots, Lines, Text, Bitmaps, Barcodes und natürlich auch Text. Das Ganze über diese Adafruit GFX Library. Ich denke, die meisten von euch kennen die. Die wird zum Beispiel auch genutzt, wenn man irgendwie mit Displays arbeitet oder Ähnlichem. Und hier unten steht es auch nochmal, die CatPic Panda Drucker, dem keinen Button, 57 mm Rolle, 203 dpi an Auflösung und die Info hier, ESP32 crashes when connecting. Weiß ich jetzt nicht, wie aktuell das noch ist. Aber offensichtlich gibt es mindestens mal einen Startpunkt, wenn nicht eine komplett fertige Library, um mit den Dingern zu sprechen.
Wenn man mit dem PC arbeiten will, gibt es noch etwas, nämlich die, das Programm CAD Printer. Das ist eine, gute Frage, wie man das beschreiben soll. Eine relativ breit aufgestellte Software. Und zwar offensichtlich für diese Drucker mit einer Clean und Adaptive Web UI. Da das Ding läuft im Browser. Alternativ kann es Command Line oder auch CUPS nutzen. Das heißt also, man kann es entweder direkt über eine CLI, über einen Befehl auf der Textkonsole nutzen oder CUPS IPP, das heißt also als richtigen Drucker im Betriebssystem einbinden und dann jede beliebige andere Software nutzen. Picture und Text und Minimal and Do It Well. Okay, können wir, denke ich, mit leben. Von den Sachen, die supported werden, ist auch hier der, ich glaube, MX-06 ist der, den wir haben dabei. Und der ist sowohl für Android, macOS, Linux und Windows verfügbar. Android heißt, das ist auch als App verfügbar. Da gibt es eine APK, die released wird. Unter Windows gibt es eine Startbud, keine Ahnung, wie vollständig das ist. Unter Linux relativ vollständig, einfach nur Python 3 Server PY. Und was man allerdings beachten muss, zum einen, es muss BlueZ installiert sein. Bei Arch Linux muss man es gegebenenfalls manuell installieren. Gibt es dann noch ein paar weitere Schritte, was man so alles haben möchte, kann und so weiter. Und man benötigt Bleak. Kann man zum Beispiel über Pip installieren oder über das Betriebssystem. Ist natürlich die bessere Wahl, wenn das unterstützt wird. Ich habe das hier schon mal soweit vorbereitet. Das heißt, ich habe mir hier das Repository schon mal geklont. Und wenn wir reingucken, jo, hier ist die Server PY, dann holen wir uns die doch einfach mal. Python Server PY. Serving und dann kommt hier dieses wunderschöne Webinterface. Spoiler, ich habe das Ding möglicherweise schon mal in den Dark Mode geschaltet. Muss halt. Ne? Jetzt können wir hier Insert Text machen. Hallo Welt. Okay. Zack. Print. Und mal gucken, ob er es findet. Scanning for Devices. No available devices found. Das müssen wir jetzt mal gucken, woran das hängt. Kann jetzt sein, weil ich mit dem anderen noch verbunden bin. Printing. Das sieht so aus, ob er es jetzt gefunden hat. Jo, jetzt geht's. Und hallo Welt. Hooray. Kann man natürlich noch jede Menge Sachen hier einstellen. Ihr habt es ja gesehen, hier Textgröße und so weiter. Und auch Bilder sind drin. Das Ganze, wie gesagt, die Web-UI. Wir haben aber auch neben der Web-UI eine Textkonsole. Dazu gehen wir hier nochmal raus. Disconnecting from Printer. So. Und zwar haben wir hier drin auch noch die Printer PY. Das ist die Textkonsole, wenn man die haben will. Wenn wir die aufrufen, sehen wir hier schon, die Sachen sind relativ simpel, was wir hier machen können. Und zwar, wir können sagen, okay, supported wird das und das. Im Prinzip brauchen wir nur die Datei anzugeben, was er drucken soll. Minus für STDIN. Haben dann noch erweiterte Funktionen, sowas wie Flip. Wir können die Größe ändern, wir können hier die Energie ändern, also die Schwärzung und so weiter und so weiter. Das Ganze nutzt wohl auch Image Magic hinten dran. Das heißt also, ich gehe sehr stark davon aus, man kann als File auch irgendein Bild reingeben. Wir können es ja mal einfach mit einem Text testen. Minus und was schicken wir hin? Hallo andere Welt. Und kommt was raus? Nö, kommt nichts raus. Wir sehen ja allerdings auch, er hat ein Problem irgendwie mit dem Image-Format. Okay, am sinnvollsten ist es wahrscheinlich, da hinzugehen und tatsächlich vorher ein passendes PBM-Bild zu erstellen mit Image Magic. Ich denke, wer die Textkonsole nutzt, der kann das auch passend skripten. Gut, ich bereite da mal gerade was vor. Dann probieren wir das einfach nochmal. Okay, versuchen wir das nochmal. Ich habe jetzt hier in GIMP mir ein passendes PBM gebaut. Also, probieren wir mal Python, Printer, PY. Ich sage, er soll Textmodus benutzen. Ich denke, das passt für ein Schwarz-Weiß-Bild ganz gut. Image würde ich jetzt als Graustufen bezeichnen. Und Test PBM. Mal gucken, ob er es macht. Scanning for Printer. Mhm. Irgendwas tut er und jo, da kommt's raus. Wunderschön. Fein. It works. Fehlt noch eins. Wir sollten sinnvollerweise auch mal reinschauen. Nicht, dass ich allzu viel erwarten würde. Ich gehe davon aus, da drin ist lediglich hier hinten irgendwo ein Controllerboard mit irgendeinem ARM-Mikrocontroller.
und dann ein Flexkabel, was nach vorne geht, zu diesem Druckkopf, den hatten wir ja schon gesehen. Aber hey, schauen wir mal, was wir so sehen. Aber nicht mit dem Schraubendreher, denn die Löcher sind zu tief. Wichtig wie immer, hier ist ein Akku drin, kann halt Boom machen, wenn man damit falsch umgeht. Aber wir sind hier ja Profis oder sowas. Sind hier vorne noch Schrauben? Ah, da unten. Wie kommt man denn da sinnvollerweise dran? Und da sind wir. Wir sehen schon in der Mitte unseren guten alten Freund, die 18650. Die ist natürlich immer sehr hilfreich. Und ja, sogar gesteckt. Kann man sich schneller abmachen. Hier drunter schauen. Das ist in etwa das, was zu erwarten war. Wobei ich gerade den Controller noch vermisse, oder ist das der hier? Ist hier nochmals auf der Unterseite. Also wir sehen hier schon mal die Bluetooth-Antenne. Sind hier das Flexkabel zum Drucker, entsprechend hier mit dem Motor für den Vorschub. Und der Rest, der geht hier auf diese Hitzeleiste, die wir vorne haben. Das ist diese schwarze Linie. Ich würde vermuten, dass hier noch ein bisschen was mehr auf der Unterseite sein müsste. Denn ich vermisse zum einen noch den üblichen Chip hier in dem Bereich für den Akku zu laden. Und eventuell halt noch einen größeren Prozessor. Also, und was haben wir? Oh, nichts dergleichen. Okay. Also wir haben hier schon mal auf jeden Fall noch mal die Info MX06 irgendwas. 3,7 Volt. Wir haben ein bisschen Platz für LEDs und noch ein paar Sachen. Aber ja, sonst nichts. Wir haben hier nur einen kleinen 3-Pinner. Dann haben wir tatsächlich wohl hier den Prozessor, oder das hier wahrscheinlich eher, dass das ein integrierter ist. Ich dachte, das wäre nur für Bluetooth dann. Aber na, viel mehr haben wir nicht. Sehr viel unbestücktes Zeug hier. Dann wird das hier wahrscheinlich, ja, das ist ein 4056, wenn ich richtig sehe. Ja, 4056E ist das hier. Und ja, keine Protection, wenn ich richtig sehe, es sei denn, die steckt hier drin. Ah, hier ist eine Protection drin. Da ist irgendwas in der Batterie. Gut. Und ja, ansonsten, der kleine hier von JL, der wird dann ein integrierter Prozessor sein, der zum einen Bluetooth hat und zum anderen genügend Pins, um hier das Ding hier anzutreiben. Auch wohl direkt, ohne irgendwelche zusätzlichen Treiberbausteine. Dann den hier noch. Das ist ein 8833-2250. Ich glaube, 8833 ist dann die Typennummer. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Motortreiber ist. Vielleicht für diesen Motor hier unten, der den Antrieb macht, weil der braucht ein bisschen mehr Strom. Und ja, sonst haben wir hier nicht wirklich was drin. Preisfrage, hat er hier für den USB-C-Port? Ich kann es nicht erkennen. Bei USB-C ist die Sache normalerweise, wenn man es richtig macht, dann muss dieser USB-C-Port zwei Widerstände bekommen auf den Konfigurationslinien. Damit sagt er nämlich der Gegensteller, hallo, ich bin ein Endgerät und ich hätte gerne 5 Volt. Das ist so die einfachste Variante. Bei komplexeren, da geht es dann irgendwie mit Datenübertragungen hin und her. Das hatte ich auch schon mal im Video gezeigt. Aber mindestens diese beiden Widerstände sollten es schon sein, dass das Netzteil dann zum Beispiel weiß, okay, hier möchte jemand Strom von mir haben. Wenn man die nicht hat, dann funktioniert es meistens trotzdem am PC. Es funktioniert auch, wenn man ein USB-C auf USB-A-Kabel benutzt. Aber wenn man ein C-auf-C-Kabel benutzt, dann klappen die meistens nicht mehr. Das ist natürlich dann eher ungünstig, weil das heißt, man kann viele von diesen Handy-Ladegeräten und so nicht benutzen. Können wir gleich mal testen, wie das aussieht. Dann kriege ich hier erstmal wieder die Batterie irgendwie da rein. Richtig rum vorzugsweise. Das ist im Übrigen 1200 mAh, steht hier drauf. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ist keine gute Zelle, aber ja, sind wir realistisch, für hier das Ding reicht das aber. Und ja, wir haben ja gesehen, druckt fleißig vor sich hin.
Können gerade das mit dem USB-C auch noch mal testen. Ich habe hier ein USB-C-Netzteil. Wenn jetzt die Lampen nicht angehen, wo sind überhaupt die Lampen? Ach, hier oben. Wenn die Lampen nicht angehen, dann fehlt's, aber es geht an. Also die Widerstände zur Identifikation sind offensichtlich auch da. Das heißt also, ist vom Design her offensichtlich ganz gut. Auch sonst habe ich keine großen Beschwerden. Wir haben anscheinend eine gesicherte Zelle. Wir haben eine vernünftige Ladeelektronik. Der Prozessor, ja. Mir wäre natürlich etwas lieber gewesen, wo es irgendwie freie Software für gäbe oder so. Aber sind wir realistisch, es ist ein Drucker. Da ist jetzt eigentlich nicht ganz so viel dahinter, was wirklich funktionieren muss. Andererseits ist es ein Drucker, funktionierende Drucker. Das ist irgendwie auch so etwas, was man ins Museum stellen würde. Denn ja, die heutigen Drucker, die man so sieht, ich weiß ja nicht. Ich werde mit denen auf jeden Fall nicht warm. Na gut, ich baue mal hier fleißig den ganzen Kram wieder zusammen. Ja, und ich muss sagen, ich bin doch überrascht, weil funktioniert besser, als ich mir das vorgestellt hätte. Druckt auf jeden Fall ordentlich. Die Qualität ist auch, je nach Papier, ganz passabel. Und ich denke, dass ich hier dieses Ding, auch wenn es nach Spielzeug aussieht, durchaus für diese Abläufe, wo ich mir das rausgeguckt hatte, benutzen kann. Prinzipiell gilt natürlich, wie immer, man sollte schon einen Grund haben, warum man sowas kauft. Nicht einfach nur zum Spaß kaufen und dann irgendwie einmal benutzen, in die Ecke legen. Das ist ein bisschen zu schade um die Rohstoffe. Aber prinzipiell würde ich sagen, ja, das Ding hier, es druckt. Es wird wahrscheinlich in den Bereichen, wo ich es benutzen möchte, funktionieren. Oder zusammengefasst, es tut, was es soll.